Hallo zu On the Grid, mein Name ist Clara Schiesel und vor mir steht Brigadier Arnold Staudacher. Er ist vom Organisationskomitee für die AirPower zuständig für die Umsetzung der Flugshow. Und ja, auf was können wir uns eigentlich bei der AirPower 2019 freuen oder gespannt sein? Die AirPower schließt nahtlos an den vergangenen AirPowers an. Wir bieten wieder interessante Kunstflugstaffeln. Wir haben 200 Luftfahrzeuge aus 20 Nationen. Die Fretsche Tricolore wird wieder dabei sein, die Patrouille Suisse, Bretling Jet Team, Patrouille Aguila. Ganz besonders freut es mich, dass wir in der Static Display das größte Luftfahrzeug Europas, modernste Transportluftfahrzeug, den Airbus A400M, begrüßen dürfen und das modernste Kampfflugzeug auf der Welt, der Stealth Kampfjet F-35 Lightning II. Also das heißt, die F-35 wird hier zu sehen sein? Sie wird hier zu sehen sein im Static Display. Das Bundesheer braucht ja neue Ausrüstung. Was steht eigentlich da jetzt momentan sozusagen auf der Einkaufsliste? Ja, ein Highlight wird natürlich die Vorführungen der österreichischen Luftstreitkräfte sein, die ihre Flugmanöver zeigen. Letztmalig höchstwahrscheinlich werden die alten Luftfahrzeuge sein, nämlich die SAP 105. Die wird wahrscheinlich letztmalig zu sehen sein. Die braucht dringend Ersatz. Und auch die Alouette, die ist über 50 Jahre alt, wird höchstwahrscheinlich möglicherweise das letzte Mal zu sehen sein. Auch diese braucht dringend Ersatz. Also das heißt, diese Ausrüstung muss jetzt in den nächsten Jahren eigentlich ausgetauscht werden? Das ist bekannt und wir warten auf Entscheidungen, die müssen aber rasch folgen, weil sonst wird man bei einer möglichen nächsten Airpower weniger vom Bundesheer sehen. Was wünschen Sie sich für die heurige Airpower? Ich wünsche mir gutes Wetter und unfallfreies Gelingen. Danke vielmals fürs Gespräch. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!